Duknus von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider läuft es mit dem Impffortschritt in Deutschland nicht. Immer wieder Rückschläge und Hiobsbotschaften über Lieferstopps, die uns erreichen. Was uns dabei immer wieder auf die Füße fällt, ist die Tatsache, dass zu spät, zu wenig und ohne Konzept Impfstoff bestellt wurde, meine Damen und Herren. Impfzentren und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte stehen seit Wochen und Monaten bereit, und der Impffortschritt könnte schon viel weiter sein, wenn denn genügend Impfstoff vorhanden wäre. Denn es gibt derzeit nur ein wirksames Mittel gegen das Virus: Impfen, impfen und nochmals impfen. Neben den Impfstoffen werden in Zukunft aber auch Arzneimittel gegen das Coronavirus und vor allen Dingen gegen deren Mutationen ein weiterer wichtiger Baustein sein. Das ist jetzt schon absehbar. Derzeit gibt es dazu schon viele Forschungsvorhaben. Ein vollständig wirksames Allheilmittel ist jedoch noch nicht entdeckt bzw. zugelassen worden. Wir möchten nicht immer nur zuschauen, sondern schon jetzt nach vorne blicken, meine Damen und Herren. Daher muss die Suche nach einem geeigneten Arzneimittel zur Behandlung von Covid-19 jetzt schnellstmöglich vorangebracht werden. Denn es gilt, schwerste Verläufe, Spätfolgen und Todesfälle zu verhindern. Die Forschung und vor allem die klinische Forschung zu Corona-Arzneimitteln müssen endlich den Turbo zünden. Es gilt, die Genehmigungsverfahren für klinische Studien und die Zulassungsverfahren für erfolgreich getestete Medikamente gegen SARS-CoV-2 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu beschleunigen. Mit dem Beschleunigen sind die bürokratischen Fristen und Vorgaben gemeint, nicht aber die Arzneimittelsicherheit. Sie steht weiterhin an erster Stelle und darf zu keinem Zeitpunkt in Abrede gestellt werden. Hinsichtlich des Abbaus bürokratischer Hürden steht derzeit aber gerade der Staat auf der Bremse. Überbordende bürokratische Verfahren mit langen Laufzeiten verzögern die Durchführung von klinischen Studien. Meine Damen und Herren, wir können hier nicht weiter zuschauen. Wir müssen die Verfahren endlich entschlacken und von überflüssiger Bürokratie befreien, und zwar umgehend. Des Weiteren fordern wir in unserem Antrag, einen Beauftragten zu ernennen, der die Entwicklung, klinische Prüfung und Zulassung von Arzneimitteln gegen SARS-CoV-2 national und international beobachtet und begleitet. Dadurch soll eine frühzeitige Identifikation von Arzneimittelkandidaten sichergestellt und rechtzeitig Kontingente für Deutschland und die Europäische Union gesichert werden. Auch bei der Anwendung der Arzneimittel schlägt die FDP-Bundestagsfraktion ein strategisches Vorgehen vor. Dafür bedarf es der Wissenschaft, also Forscher, Kliniker und Fachgesellschaften. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Meine Damen und Herren, was wir jetzt brauchen, sind schnelle Lösungen. Die Entwicklung des Impfstoffes hat doch gezeigt, was für ein Forschungspotenzial in Deutschland steckt. Lassen Sie uns dieses Know-how endlich entfesseln. So können wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Pandemiebekämpfung leisten. Und, meine Damen und Herren, bitte schalten Sie jetzt nicht von vornherein auf Blockadehaltung. Dies ist ein konstruktiver Vorschlag der FDP-Bundestagsfraktion, den wir gerne mit Ihnen im Ausschuss diskutieren wollen. Und darauf freue ich mich. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort gebe,